Einen Hund habe ich mir angeschafft, der mir Spaß und Verdruss macht. Dieser Ausspruch stammt von Karl Spitzweg, der zusammen mit seinem Hund nicht weit von der Münchner Frauenkirche und direkt neben der Storchenapotheke, an die bis heute ein Storchenrelief erinnert, lebte. Ein magischer Zufall, denn Spitzweg hatte Apotheker gelernt, bevor er zum berühmten Maler wurde. Wir melden uns aus den Baustellen München. Ich bin Annette Spieldiener, leite kreativ die Münchner Schatzsuche. Diesmal laden wir Sie ein zu einem Spaziergang über den Maler, Apotheker und Dichter Karl Spitzweg. Was charakterisiert Karl Spitzweg? Wie hat er gemalt? So hat er gemalt. In seinen Bildern feiert Spitzweg das Glück im Winkel. Das sind jene verwinkelten Gässchen und Häuschen, in die sich die Menschen seiner Zeit wie in schöne Schneckenhäuser zurückzogen. Literarisch auf den Punkt gebracht, hat diese durchaus liebenswerte Schneckenhäusler-Mentalität Sean Paul, den der eifrige Leser Spitzweg hochgeschätzt hat. Hören Sie nun im Folgenden eine kreative Fusionierung beider Künstler. Das Spitzwegbild der Kaktusliebhaber, das Urbild eines Beamten, der förmlich eingemauert von Aktenstapeln, verkümmert sehnsüchtig auf die einzige kleine Blüte seines Amtsstubenkaktuses blickt, koagulieren wir nun in unseren Münchner Schatzsuche-Speziallabor mit einem Textstück aus dem Schulmeisterlein Wutz von Sean Paul. Das Ergebnis ist ein gebirgsbachklares Spiegelbild der Rückzugsmentalität der spitzwegerischen Zeit. Kaktus, du mein kleines Glück, sieh auf mich, auch ich bin klein, fast so klein wie du. Ich bin kein Genie und Enthusiast, ich gehöre nicht zum geflügelten Adlerteil des Menschengeschlechts. Ich kann mich nicht erhaben scheiden vom Tisch und Bett der Erde. Nein, nein, kleiner Kaktus, ich bin nur Kanzlist, ein Staatshausknecht. Aber wenn ich mein Glück suche und meinen verletzbaren Blick bergen will, vor den Beinhäusern, Stechdornen, Wolfsgruben und Teufelsmauern dieser Welt, dann muss ich ein kleiner Schneidervogel sein, der nicht mitstürmt zwischen den schlagenden Ästen des brausenden, unermesslichen Lebensbaumes, sondern der sich auf eines der Blätter ein Nestchen aufnähet und sich darin warm macht. In meinen kleinen Neststüblein wandelt sich der Tropfenburgunder zum Roten Meer. Der Schmetterlingsstaub wird Pfauengefieder. Und selbst der Schimmel auf dem Brot, ein blühendes Feld. Lob, himmlisches Lob, sei diesen mikroskopischen Belustigungen, o kleiner Kaktus. Und werte Nachbarn, hört meine Worte, die nötigste Predigt, die man unseren Jahrhundert halten kann, ist die, zu Hause zu bleiben. Spitzwegs Kritik am Menschen hat meist keine Stacheln. Vielmehr
verständnisvolle, gütige Wärme. Wenn Sie diese Wärme spüren wollen, finden Sie doch den Weg zu unserer Spitzwegführung, unserem Schatzsuche-Klassiker, der schon viele Menschen mit einem Glück im Seelenwinkel beschenkt hat. Die Führung heute über Karl Spitzweg war hervorragend von Annette Spieldiener und Herrn Weiser. Ich kann nur loben, es war umgreifend und umfassend hervorragend. Ich hoffe, dass bald wieder eine solche ähnliche Führung stattfinden kann. War spitze, ja. Es hat uns so gut gefallen. Ich war ganz überrascht, dass es so ausführlich war. Sehr unterhaltsam, interessant, mit Gesang, mit Gedichten, fantastisch. Also es war nicht unser letztes Mal. Es war eine sehr erfrischende Führung. Das Team von Herrn Weiser und der Dame war toll aufeinander eingespielt, sehr kenntnisreich, mit sehr viel Humor, sehr viel Hintergrundinformation, die so schnell nicht in der Literatur zu finden ist. Wir haben Spitzweg neu entdeckt und wir haben München von anderen Seiten auch wieder entdeckt. Herzlichen Dank. Und wird der Frühling und wird der Vorhang fallen?